herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Grüß Gott, Herr Immerecht. Wir wollen uns heute einem spannenden Thema stellen. Es klingt ja zunächst nach einer harten Nuss, aber in Wirklichkeit ist doch alles ganz einfach. Geschäft ist Geschäft und Schnaps ist Schnaps, heißt es. Und ob der Schnaps gut oder böse ist, das ist doch nur eine Frage des guten Geschmacks. Also gehen Sie, Herr Doktor, schweifen Sie doch nicht gleich ab. Nein. Ja, Sie haben ja schon recht. Sie sagen ja selber immer, dass es Gut und Böse nicht gibt, nicht wahr? Ach ja, entschuldigen Sie, ich habe ganz vergessen, uns vorzustellen. Also, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Herrn Immerecht hier bei uns begrüßen zu dürfen. Herr Immerecht wollte ja eigentlich immer Hedgefondsmanager werden, nicht wahr, Herr Immerecht? Weil er ein sehr ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis hat. Nicht wahr, Herr Immerecht? Und da Hedgen ja nichts anderes als absichern heißt, hat er sich gedacht, das wäre genau das Richtige für mich. Nicht wahr, Herr Immerecht? Aber Sie haben es sich dann doch anders überlegt und die einzig wahre Sicherheit des Abhängigkeits... Entschuldigen Sie, deutscher Versprecher. Ich meine natürlich die einzig wahre Sicherheit des Angestelltenverhältnisses in einem großen Konzern gewählt. Also anders gesagt, Sie hatten die Wahl zwischen der Sicherheit mit Verantwortung und der Sicherheit ohne Verantwortung. Also gewissermaßen der verantwortungslosen Sicherheit. Nicht wahr? Also entschuldigen Sie jetzt, Herr Doktor, jetzt muss ich Sie aber schon unterbrechen, gell? Also ganz so war es ja nicht. Aber bitte, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte die Gelegenheit jetzt nutzen und auch Sie sehr herzlich begrüßen und Ihnen dafür danken, dass Sie hierher gekommen sind, um mit uns darüber zu debattieren, über den Unterschied zwischen Gut und Böse und vielleicht auch mit uns gemeinsam zu überlegen, ob es überhaupt ethisch, moralisch vertretbar ist, überhaupt Geschäfte zu machen. Ne? Und da der Herr Doktor sicher sich jetzt die Mühe gemacht hat, mich vorzustellen, möchte ich um nichts nachstehen und Ihnen auch ein bisschen was über den Herrn Doktor erzählen. Ne? Weil der Herr Doktor sicher war ja auch nicht immer das, was er jetzt ist und vielleicht auch bald nicht mehr ist. Ja, aber also bei mir war das ja auch nicht ganz so, wie der Herr Doktor das dargestellt hat, nämlich das mit der verantwortungslosen Sicherheit, wie er sagt. Ne? Weil, wieso hätte ich es denn auf mich genommen, mich zum Betriebsratsobmann wählen zu lassen, wenn es mir so sehr auf die Verantwortungslosigkeit angekommen wäre? Naja, vielleicht weniger die Verantwortungslosigkeit als die Sicherheit, nicht wahr? Aber die Sicherheit, nicht wahr, die habe ich ja schon im Namen. Ja? Nein, ich meine damit nicht den Familiennamen, ich meine damit vor allem meine Berufsbezeichnung. Nicht, denn wie wir ja schon gesagt haben, geht es beim Hedgen ums Absichern, nicht wahr? Und da frage ich mich ja schon, nicht wahr, ob man da überhaupt über Gut und Böse diskutieren muss, ja überhaupt kann, nicht wahr? Denn was ist besser und erstrebenswerter, nicht wahr, als ein sicherer und hoher Gewinn, nicht wahr? Da werden Sie mir doch sicher nicht widersprechen. Naja, lieber Herr Doktor, da werden Sie mir wohl auch zustimmen, ne? Es kommt halt einfach drauf an, für wen, gell? Aber Herr Immerecht, da sind wir ja auch schon. Tun Sie uns nicht immer auseinanderdividieren, nicht wahr? Wenn es einen hohen Gewinn gibt, dann haben doch alle was davon. Sie kennen doch die alte griechische Weisheit. Geht's der Wirtschaft gut? Ja, ja, ich kenne die Theorie. Aber ich kenne auch die Praxis. Wahrscheinlich besser als Sie. So wie Sie jetzt da von meiner Jugend schwadroniert haben, wollte ich auch noch kurz auf Ihre Vergangenheit eingehen. Aber Herr Immerecht, das ist doch gar nicht notwendig. Was vergangen ist, ist vergangen und wir wollen doch gemeinsam in die Zukunft blicken, nicht wahr? Gemeinsam. Ja? Wir haben doch auch das eine und gemeinsame Ziel. Wir wollen erfolgreich sein. Und ich würde mir halt so sehr wünschen, dass Sie endlich begreifen, dass Sie ohne mich überhaupt gar nicht erfolgreich sein können. Also, wieso Sie immer wieder versuchen, die Rollen zu tauschen, verstehe ich nicht. Selbstverständlich könnten Sie ohne mich und meinesgleichen niemals erfolgreich sein. Denn woher kommt denn das Geld, das Sie dann hätschen? Das muss doch irgendwo, irgendwann einmal auch real existieren. Oder wenigstens existiert haben, lieber Mann. Oder Sie wollen doch nicht allen Ernstes behaupten, lieber Herr Immerecht, dass Sie das Geld verdienen, das wir dann vermehren. Herr Doktor, wie heiße ich? Immerecht. Sehen Sie? Und Sie wollen doch nicht ernsthaft behaupten, dass das ein Zufall wäre. Nein? Zufälle gibt's nicht. Was uns als Zufall erscheint, ist nichts anderes als eine Folge von Zusammenhängen, die wir einfach noch nicht erkannt haben, nicht?
Und davon verstehen Sie ja wohl auch etwas. Weil wenn Sie nicht Zusammenhänge erkennen könnten, die anderen verborgen bleiben, dann könnten Sie auch nicht hedgen, oder? Weil in dem Moment, wo alle anderen auch verstanden haben, was für ein Spiel sie spielen, ist es ja schon aus mit den Gewinnen, oder? Da schäch mich. Schauen Sie, so einfach ist das nicht und das wissen Sie auch. Aber das bringt uns wenigstens zu unserem Thema. Gute und böse Geschäfte. Ich sage einfach, ein Geschäft ist ein Geschäft und es kommt nur darauf an, wie man es interpretiert. Wenn ich einen Gewinn mache, dann ist das für mich ein gutes Geschäft. Und wenn Sie den Gewinn nicht machen, dann ist das für Sie ein böses Geschäft. Aber das ist ja nur subjektiv so, oder? Wenn Sie einen Gewinn machen, ist das doch sicher kein böses Geschäft, nicht wahr? Dabei stellt sich ja überhaupt erst die Frage, was ist ein Geschäft? Ha, ausgezeichnete Frage. Ich sage, ein Geschäft ist eine Tauschhandlung, bei dem alle Beteiligten das Gefühl haben, dass sie daraus einen Vorteil ziehen. Das heißt, nach vollzogener Tauschhandlung reicher sind als davor. Und das Problem bei Ihren Geschäften ist, dass da jeweils nur einer das Gefühl hat, reicher als davor zu sein, nämlich Sie. Daher sind die Begriffe gut und böse hier wohl ziemlich subjektiv. Ne? Sie leben doch im Grunde vom Vertrauen Ihrer Kunden. Ausgezeichnet, Herr Immerich. Sie haben das Stichwort geliefert, Vertrauen. Es ist alles nur eine Frage des Vertrauens. Und wenn wir jetzt eine Krise haben, dann nur deshalb, weil das Vertrauen verloren gegangen ist. Das hat ja mit Gut und Böse nichts zu tun. Wenn Sie mir nicht mehr vertrauen, dann zahlen wir beide drauf. Ich, weil ich kein Geschäft mit Ihnen machen kann und Sie, weil Sie nicht einmal mehr die Hoffnung auf die Aussicht auf ein gutes Geschäft haben. Das ist alles schön und gut. Aber die Krise, die ist ja in Wahrheit eine Krise, die auf die Gier zurückzuführen ist. Die Gier ist an allem schuld, weil Sie und Ihresgleichen einfach nie genug bekommen können. Also ich bitte Sie, Herr Immerich, da haben Sie eben doch nicht immer recht. Das mit der Gier, das ist so eine Sache, seien Sie mal ganz ehrlich. Das Schicksal hat Sie nun mal dorthin gestellt, wo Sie jetzt stehen. Gesetzter Fall, Sie wären in der City of London auf die Welt gekommen. Ich meine bildlich natürlich. Was hätten Sie da gemacht? Wenn Ihnen jemand glaubhaft versichert, dass er Ihnen verraten kann, wie man in kurzer Zeit mit wenig Aufwand viel Geld verdienen kann, sagen Sie dann, danke, nein, das ist nichts für mich? Ganz ehrlich, nicht wahr? Sie unterstellen uns ja eigentlich nichts anderes als das, was Sie täten, wenn Sie an unserer Stelle wären. Da bekommen dann auch die Begriffe Gut und Böse gleich einen ganz anderen Geschmack. Gut ist, was mir nützt. Und wenn Sie dieses Ich sind, dann werden Sie mir ganz schnell zustimmen, also, nicht? Also, erstens einmal bin ich nicht Sie. Fast möchte ich sagen, Gott sei Dank. Aber nur fast, sehen Sie. Und zweitens kenne ich meine Grenzen. Ich weiß, was ich brauche und was nicht. Das ist einfach meine Form von Ethik. Was heißt Ethik? Wissen Sie, es ist doch alles nur eine Sache des Vertrauens. Solange Sie, also meine Kunden, mir vertrauen, funktioniert die also Sache. Also bitte, Herr Doktor, bisschen mehr Diskretion, wenn ich bitten darf. Was meinen Sie? Ja, bitte, wen geht's denn was an, dass ich Ihr Kunde bin? Aber Herr Immerich, das war doch nur ein Beispiel. Es wird doch niemand annehmen, dass Sie mein Kunde sind, nicht wahr? Also um zurückzukommen auf mein Thema, das des Vertrauens. Solange man mir vertraut, solange funktioniert die Sache. Es hat doch überhaupt niemand ein Interesse, dass kein Vertrauen herrscht, oder? Naja, ich tue mir da jetzt schon ein bisschen schwer, gell? Ich meine, Sie haben ja das Vertrauen missbraucht, indem Sie einfach spekuliert haben. Na, Sie trauen sich aber was. Spekulation gehört verboten. Nicht mal gleich nach einem Verbot schreien, wenn Einzelne ihre Kompetenzen überschreiten oder missbrauchen. Da werden immer nur die Falschen bestraft. Außerdem, was ist denn böse an Spekulation? Spekulieren Sie nie? Wie sollte denn der Markt funktionieren, frage ich Sie, wenn Sie als Kunde nicht mit der Möglichkeit eines Preisverfalls und der Produzent nicht mit einem gesteigerten Kundeninteresse spekulierten? Außerdem, solange die Spekulation Gewinne abwirft, das heißt die erhofften Ergebnisse eintreffen, beklagt sich niemand. Sie wollen immer nur Verbote. Am liebsten würden Sie ja gleich Wirtschaftskrisen verbieten, nicht wahr? Nein, Krisen kann man nicht verbieten. Aber jene, die sie verursachen, die Heuschrecken zum Beispiel. Oh, danke für das Stichwort, Herr Immerich. Ach ja, die bösen Heuschrecken. Ja, was tun die denn? Die kaufen zum Beispiel Unternehmen, die von den Gewerkschaften an die Wand gefahren wurden, auf, stecken einen Haufen Geld hinein, um das Ding wieder flott zu machen, damit die Mitarbeiter ihre Jobs behalten können. So schaut's aus. Ohne diese Investoren, die nun einmal eng mit Hedgefonds zusammenhängen, könnten wir die gesamte Wirtschaft zusperren. Und wenn es dann keine Arbeitsplätze mehr gibt, dann verschwinden auch die Spielwiesen für Betriebsräte wie Sie.
Jetzt werden es aber schon wieder sehr persönlich, Herr Doktor. Wir wollten hier über gute und böse Geschäfte reden. Und Sie kommen gleich wieder mit dem alten Klassenkampf daher. Wie bitte? Ich komme mit dem Klassenkampf daher? Nein, Sie kommen mit dem Klassenkampf daher. Ich will Ihnen doch nur klar machen, dass es keine bösen Geschäfte gibt. Ja, geben kann. Denn bei einem ordentlichen Geschäft sind immer alle Beteiligten Gewinner, wissen Sie? Sie haben doch sicher schon einmal etwas von einer sogenannten Win-Win-Situation gehört, nicht wahr? Na, eh klar. Immer wenn die Manager nicht weiter wissen, dann kommen sie mit diesen fachchinesischen Ausdrücken daher. Aber ich weiß natürlich, was eine Win-Win-Situation ist, nicht? Win und Win. Und dann, Herr Immerecht, möchte ich Ihnen auch noch etwas sagen. Sie leben ja noch in einer anderen Welt. In der Welt von vorgestern, nicht wahr? Früher hat man gearbeitet, um Geld zu verdienen. Heute braucht man Geld, also Kapital, um Arbeitsplätze zu schaffen. Merken Sie den Unterschied? Geld ist kein Ziel mehr, sondern eine Voraussetzung. Arbeit ist nur meine Art Beschäftigungstherapie. Werte werden ja längst schon von Maschinen produziert. Apropos Werte, Herr Dr. Sicher, ne? Da sind wir ja wieder doch wieder beim Thema, nämlich der Ethik, gell? Ethik, das ist doch so eine Art Grundeinstellung, die keine Gesetze braucht. Das Edelste am Menschen sozusagen. Ne? Und was hat Ethik mit Wirtschaft zu tun, Herr Immer? Ausgezeichnet, Herr Dr. Sicher. Damit haben Sie genau die Frage gestellt, auf die alles hinausläuft. Kennen Sie Karl Kraus? Ja, selbstverständlich. Aber woher kennen Sie ihn? Nein. Wissen Sie, was der einmal einem Studenten gesagt hat, als der ihm erzählte, dass er Wirtschaftsethik studieren möchte? Oh ja, das weiß ich. Er sagte ihm, so, Sie wollen Wirtschaftsethik studieren. Nun, mein Lieber, Sie werden sich entscheiden müssen. Und nun, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben Sie das Wort. Auch Sie werden sich entscheiden müssen. Gibt es gute und böse Geschäfte?